Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Habt ihr alle gut geschlafen? So, was haben wir für Wetter? Es regnet noch immer. Sehr schön. Das heißt, wir brauchen wieder nichts gießen. So, der Kohl scheint fertig zu sein. Dann kommst du raus, pflanzt mal neu. Ah. Sehr schön. Sonst ist noch nichts fertig. So, wo ist er denn? Dann brauchen wir gleich wieder Kohlsamen. Unkraut, das braucht man natürlich auch. So, hi. Ich liebe es, mich um meine Pflanzen zu kümmern, aber es ist schön, wenn die Natur das Gießen übernimmt. Oh ja, da gebe ich dir zu 100% recht. 10. What? Mein Inventar ist voll. Ah, das ist Inventar, dieses Inventar. Cool. Kann man auf jeden Fall faire kaufen. Haben wir hier Platz? Wir haben erst ausgeräumt. Wir müssten fast Platz haben. Uiuiuiui. Und zwar, was lassen wir hier? Die Samen. So, Early. Jetzt habe ich Platz. Hallo, hallo, hallo. Hey. Herr Aubrey, nicht Hurley. Wer ist Hurley noch schnell? Ist das der am Strand, wo wir zur anderen Insel rüberfahren? Wahrscheinlich, gell? Naja, gut. Man könnte meinen, ich spiele das erst seit gestern. Ach, schön. Ja, kann jedem passieren. Meine Güte. So, und hier und fertig. Sehr gut. Okay, dann ist hier irgendwo noch Unkraut, das wir mitnehmen können. Sieht nicht so aus. Okay. Schauen wir mal nach unten, wie es hier aussieht. So, Dali. Kein Unkraut, was haben wir hier? Oh, Unkraut, ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Licht. Naja, gut, Licht. Das heißt, wir können den letzten Schrein aktivieren. Wuhu. So. Auf geht's, ab geht's. Aber wohl ganz, ganz schnell. Dann sind alle Schreine aktiv. Wie cool. Wie cool ist das denn bitte? Und zwar hier, bitteschön. Dann können wir nämlich, wenn ich alles dabei habe, was würde ich denn brauchen, können wir wieder Dünger herstellen. Warte. Dünger. Ich brauche Lehm und Stein. Lehm und Stein. Das habe ich alles da reingeklatscht. Genau. Stein und Lehm. Gut. So, ab nach unten. Geht schon. Und zwar machen wir eines mal. Jetzt ist die Frage, was düngen wir denn? Ja, wir fangen wieder hinten an. What? No, sag bloß, das haben sie rausgepatcht. Nein. Nein. Okay, warte, ich versuch's nochmal.
Das war der falsche. Ach nö. Das sind voll die Spielverderber. Ach Menno. So, mehr geht eh nicht mehr. Ach Menno. Verdammt. Okay, warte mal. Unkraut braucht man nicht mehr. Das braucht man nicht mehr. Das braucht man nicht mehr. So, was... Wir haben letztens... Achso, da muss ich zu Dings runter. Zu Sally. Und zwar muss ich auf die Wiese. Schauen wir mal. Wir haben ja letztens hier den Boden gemacht. Hier, den hier. Und das heißt, ich brauche da noch welche. Unbedingt brauche ich da noch welche. Müssen wir schauen, was wir brauchen zu. Aber ich glaube, ich habe zu wenig lindgrüner Farbstoff, gelber Farbstoff. Ich habe keine gelben Blumen. Das ist ultra doof. Ja gut. Das heißt, wie gehen wir dann vor? Gelbe Blumen. Nee, nicht Sally. Sally, kannst du bitte weggehen? Wäre das möglich? Sally. Sally. Bitte. Ah, ich muss da ran. Ah. Weißt du, jetzt geht sie. So. Rot habe ich auf jeden Fall genug. Ich habe einen Flieder. Ein Gelb. Orange, Lindgrün. Die würde ich brauchen. Warte mal, ich kann jetzt auch wieder Stoff machen. Warte. Hier, so. Zack, neunmal. Und da brauche ich Füllmaterial. Okay, Füllmaterial. Warte, dann lasse ich jetzt das hier. Nehme das Füllmaterial raus. Gebe das derweil rein. Und dann machen wir hier... Vier Kissen gehen sich nur aus. Hä? Achso, weil ich zwei Stoff brauche. Vier Kissen. Vier Kissen ist aber, glaube ich, zu wenig. Ich brauche 16 Kissen. Okay, das heißt, das ist derweil eh mal hinfällig. Stoff kann ich reintun, das kann ich reintun. Lindgrün, das, das. Achso, hat nichts mehr Platz. Ja gut. Wo? Hier. Und den Klebstoff braucht man auch nicht. Warte mal, was könnte man denn noch machen? Hier würde ich bestimmt noch was brauchen, da brauche ich Holzbretter dazu. Da müsste man Bäume klatschen gehen. Was ist das? Achso, das ist ein Bett. Okay, was ich mir unbedingt gerne noch anschauen würde. Sally, kannst du... Ich muss... Ah! Immer da, wo ich hin muss. Die. Wo ist denn die jetzt? Ach, Blödsinn. Ich würde... Ach, Sally. Die Brücke würde ich brauchen. Und ich glaube, die ist... Ach, danke schön. Die ist hier drin, genau. So, ich würde gerne irgendwo eine zweite Brücke hinmachen.
Die Frage aller Fragen ist aber jetzt, wohin? Hier hinten hat sie leider nirgends Platz. Das Einzige, hier könnte man sie anbringen. Das heißt, dann würde... Weißt du, ich will ja nicht den Pfad wegnehmen. Nein. Wieso rechnest du mir den Pfad an? Ich will ja nicht... Ja, den muss ich dann nochmal setzen. Hilft ja alles nichts. Wenn ich die... so hinbringen. So, dann hätten wir hier eine zweite Brücke. Kriege ich da jetzt noch einen rein? Ja, ist aber fast sinnlos. Ach, verdammt. Verdammt, weißt du. Ich wollte da noch eine Lampe hinstellen. Warte, so. Obwohl ich weiß, ob das eh nicht zu viel wird. Warte, dreh's mal. Jetzt geht's wieder nicht. Ich glaube, ich träume. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Von hier unten geht's, oder wie? Warte, probieren wir es nochmal. Ja. Von hier geht's. So. Dann könnte man diese Laterne eventuell ja noch ein Stück drehen. Und dann packen wir, wenn's geht, die Lampe, die drehen wir dann so hin, haben wir das noch schön beleuchtet. Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall lassen. was könnte man denn dann hier hin tun? Ich brauche auf jeden Fall noch so weiße Zäune. Deshalb müssen wir das Lager leer bekommen. Ah, hier hätte ich sogar noch gelbe, aber es sind halt nicht mehr viel. Ich bringe da nicht alles rein. Wie auch nicht anders zu erwarten. Achso, die violetten Blumen, die kann ich verkaufen. Da habe ich 43 Stück. Haben wir hier drin irgendwas Platz? Oh Mann, hier mit dem Lager hängt es immer voll. Okay, da habe ich zwei Platz. Warte mal. Hier kann ich auf jeden Fall noch eine Laterne reingeben. Dann haue ich das und das hier rein. Die Geoden kann ich ja drin lassen. Bambus. Die Kreide. Ah ja, den Pfad muss ich oben wieder hin platzieren. Warte. Sofern ich ihn jetzt wieder hinbekomme. Was natürlich nicht so aussieht. Ich könnte ihn so drehen. Wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Das gibt's doch nicht. Muss ich jetzt ernsthaft die Brücke wegtun? Und jetzt durch irgendeinen Grund... Alter. Geht der Pfad nicht mehr hin. Das gibt's doch nicht. An was scheitert's denn? Ah, wo liegt das Problem? Ich kann das nicht platzieren. Alter, nein. Ich glaube, das liegt nämlich an denen.
Ja, super. Okay, warte, dann platzieren wir hier wieder welche. Das gibt's nicht. Komm, schon einen muss ich noch hinkriegen. Okay, ja, passt, glaube ich schon. Ich glaube, das kann man lassen. So, hier kommt wieder die Laterne hin. Ich hoffe, die geht jetzt hin. So. Und jetzt müssen wir wieder auf die andere Seite. Und hier die Brücke hinsetzen. Wehe, sie geht jetzt nicht. Geh, das gibt's doch nicht. War irgendwas. Liegt jetzt an dieser Laterne? Es kann's ja nicht sein. Verdammt. So, Brücke. Nee, es liegt am Pfad, hundertprozentig. So, probieren wir es nochmal. So. Jetzt kriege ich den Pfad wieder nicht hin, warte. Ey, das gibt's nicht. Nee, jetzt kriege ich den Fahrt nicht mehr hin. Warte, dann probiere ich es so. Nee. Das kann's nicht sein. Aber wieso? So, jetzt versuche ich es nochmal. Aber die Brücke wird 100% nicht hingehen. Also zumindest mal von der Seite nicht. Jetzt vielleicht von der anderen Seite. Wahrscheinlich geht es aber jetzt hier auch nicht mehr. Dass ich es vielleicht hier rüber mache, ein bisschen weiter. Oder runter gehe weiter.
nicht. Ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. So, jetzt mache ich es aber anders. Dann ist die Brücke halt nicht komplett grad drüber. Ich kann es jetzt nicht ändern. Nur ich muss den Pfad oben wieder hinbekommen. Ach so, die Brücke geht nur so. Okay, warte, dann mache ich's. Probieren wir es so. Dann probieren wir es so. Es gibt's nicht. Jetzt kriege ich. Warte, noch einmal. Ich muss hier noch einen wegnehmen. Das heißt, ich habe die ganze Folge lang jetzt nur mit der doofen Brücke herumgeschissen. Wortwörtlich kannst du es sagen. Nach oben. So. Bad. So, aber jetzt. Jetzt tue ich nichts mehr herum. Ey, dann musst du so präzise arbeiten. So, warte. Schwebt da bestimmt. Ja, nicht mal. So. Und hier dran kommt jetzt einfach eine Laterne. So. Tag. Hier drüben kommt dann noch eine hin. So. Und eine kommt. Nicht hier vorne hin. Es kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein. Gut, wenn das so ist, werden wir hier ein Loch graben. Genau hier. Und wir vergraben hier. Hier machen wir wieder so einen Baum hin am besten, oder? So ein Mahagoni-Baum. Wo habe ich die noch schnell? Ich glaube, das ist alles bei der Sally drinnen. Gibt's das? Kann das möglich sein? Warte. Jawohl, hier sind sie. Ja. Yeah. Ach. So, kommt hier ein Bäumlein hin. Gut.
dann haben wir das hier auch erledigt. Das heißt, dieses Haus gehört bewegt. Ich hänge fest. Das stellen wir jetzt einfach hier hin. Dann brauche ich Holz. Aber wir haben 28, wir gehen jetzt mal schnell verkaufen. So. Alter, was? Müll. Ein Müllhaufen. Ja, da kauft man natürlich ein paar, ne? Ah, cool, Mülleimer. Ich weiß nicht, wie viel Einwohner wir haben. Ich nehme einfach mal 15 mit, weil die kann man draußen auch cool hinstellen. So, hello. Und zwar darfst du haben diese hier, das hier und die 10 Kohl. Alles andere, danke, brauche ich. So, jetzt schauen wir uns das da oben nochmal an. Weiße Farbe. Kreide habe ich auf jeden Fall, glaube ich, genug. Klebstoff haben wir genug für weiße Farbe. Okay. Ah, hier sind nur die Blumen. Okay. So, schauen wir mal darüber, wie es hier drüben aussieht. Okay. So. Hier ist eh alles in Ordnung. Passt. Die Frage ist, Holz, habe ich gesagt, brauche ich. Ja. Fahren wir rüber. Ich schubse ihn immer fast runter. So. Ja, wissen wir. Los geht's. Los geht's. So. Als erstes macht man natürlich wieder unser Piep, 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 Piep. So. Aha, hier ist schon mal das Erste. Eine Geode! Da haben wir das Zweite. Inka-Flasche Teil 3. Brauchen wir die Flasche oder haben wir... Die Schale ist, glaube ich, unvollständig. Ja. Hier haben wir noch eines. Wow, wow, wow. Inka-Schmuck, den haben wir schon. Zack. Eine Geode. Passt dem. Wow, 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 wow. Oh, oh, oh. Ägyptische Begräbnisfigur. Haben wir auch schon.
Fuck. Hammer. Oh, wow, wow. Okay, langsam. Puh. Inka-Goldstatue, die haben wir, glaube ich, auch schon. Dass ich die Sachen nicht rausbekomme, nervt mich. Aber ich glaube, das war's jetzt mit den Artefakten.